Meine lieben Kinder, ich bin's, euer Julian vom Aske. Wir haben heute wieder die bewegte Pause bei mir zu Hause und heute haben wir eine kleine Geschicklichkeits-Challenge für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr nur einen Ball, ob er groß oder klein ist, könnt ihr selber entscheiden. Mit einem bisschen größeren Ball tut sie euch natürlich etwas leichter. Deswegen habe ich ein bisschen größeren auch vorbereitet. Und zwar, es geht heute um drei Geschicklichkeitsübungen. Ihr probiert den Ball aufzuprallen und wieder zu fangen. Allerdings fangen wir ihn heute nicht mit den Händen, sondern am Anfang fangen wir mal mit unseren Füßen. Das heißt, den Ball auf den Boden prallen und dann probieren mit euren Füßen den Ball einzufangen. Achtung, auf den Boden prallen und einfangen, bevor er den Boden berührt. So, das haben wir gleich geschafft. Wir machen es gleich nochmal, auf den Boden prallen und einfangen. Jetzt hat er ein bisschen höher gefangen. Noch einmal auf den Boden prallen und einfangen. So, die zweite Übung, der zweite Geschicklichkeitstest. Wir prellen den Ball wieder auf den Boden und jetzt fangen wir uns mit unserem Knie ein. Achtung, aufprellen und einfangen, aufprellen und einfangen und aufprellen und einfangen. Oh, das ist daneben gegangen, probieren wir es nochmal. Aufprellen und einfangen. Perfekt. So, der letzte und entscheidende dritte Trick, die letzte Geschicklichkeitsübung, die hat es wirklich in sich, denn jetzt probiere ich den Ball da in dem Bereich einzufangen, zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, zwischen der Magenmuskulatur, den Ball da herinnen versuchen einzufangen. Das wird jetzt schwierig, schauen wir mal, ob ich es dreimal hinbekomme. Raufwerfen, oh, der erste Versuch ist gleich daneben gegangen, wir probieren es noch einmal, aufprallen, jawohl, geschafft. Noch einmal aufprallen, wieder geschafft und noch einmal aufprallen und da schafft man es auch noch ein letztes Mal. Probiert es aus, ich bin gespannt, ob ihr es hinbekommt, das ist gar nicht so leicht und beim nächsten Mal machen wir es dann noch ein wenig schwieriger. Danke Kinder, viel Spaß zu Hause, wir sehen uns hoffentlich bald, macht es gut und ciao.